Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, dem Endzone.ch Flag Football Talk. Schön, sind wir wieder da. Wir haben eine Zeit lang nichts von uns hören lassen, aber jetzt sind wir zurück. Wir sind zurück mit ganz, ganz vielen Specials, ganz vielen coolen Themen. Und die Highlight-Plätze sind zurück. Also ihr könnt euch auf einiges freuen. Es hat sich gelohnt, so lange zu warten auf jeden Fall. Und wir haben da, wie ihr es seht, ein spezielles Liebling mitgenommen. Und zwar hat uns Harvey schon für die Fußball-Europameisterschaft ausgestattet. Auf hopschweiztrikot.ch könnt ihr das holen oder schaut einfach bei Harvey vorbei, falls ihr auch für euren Verein so coole Shirts wollt. Und wenn wir schon jetzt mitten in der Saison sind, dann gibt es noch etwas Spannendes von Mike's Gear. Und zwar hat er mir den Ball geschickt. Da seht ihr, das ist von der St. Gallen Bears jetzt. Ihr könnt Customized Football machen bei Mike's Gear. Meldet euch dort, ganz, ganz eine coole Sache. Wie gesagt, Highlight Plays sind zurück. Nicht nur das, sondern auch Interviews. Ich konnte ein Interview führen mit den St. Gallen Bears nach dem Spiel in Rapperswil-Jona, nachdem sie uns abgeschlachtet haben. Ganz, ganz eine coole Truppe. Jetzt gehört ein paar Stimmen dazu. Und gesehen endlich einmal den Rotdach, von dem wir haben so viel geredet letztes Jahr. Und, ja, Highlight Plays. Wir haben eines von den geilsten Plays, die ich gesehen habe, City Flag Football spielen. Das ist von der letzten Saison, und zwar Wildcard, der Bouncers gegen Bears. Dort sind, da sehen wir dann Bears mit der Mutter von allen Hail Marys im Flag Football. Und die Highlight Plays sind gesponsert von Geets Street Food für alle, die die Sauce haben. Da sehen wir die schönen Soßen. Die kommen in der Migros Ostschweiz über, Folge überall in der Schweiz. Auch online bei uns, also Geet Street Food, sponsert Highlight Plays für all die, die Sauce haben. Dann haben wir noch zwei Plays dankbarerweise von den Soli Rhinos bekommen. Eins von ihnen selber und eins von ihren Gegnern, von den Rafts Bulldogs. Also sehr, sehr sympathisch, dass du Plays bekommst, nicht nur, wo das Team gut aussieht, sondern auch, wo der Gegner mal gut aussieht. Das spricht wieder mal für die Soli Rhinos. Falls ihr auf der WO, ich sehe ganz, ganz, viel, ganz, ganz viele WO-Cams an diesen Spieltagen, falls ihr Highlight-Plays habt, schickt es uns unbedingt ein. Und damit gehen wir in die Plays und ins Interview mit den St. Gallen Bears. Wir sind da mit den ungeschlagenen St. Gallen Bears. Euphorie am Brennen. Wie seht's? Was sagen Sie zu eurem Sieg oder zu den beiden Siegen? Stabil. Aber ich würde sagen, wir sind besser vorbereitet als letzte Saison. Man sagt ja, der Rotdach ist nur so gut, weil ich einen gehypt habe. Was sagst du dazu? Zuerst mal dein Gesicht zeigen. Ich glaube, wenig kennen dich wirklich. Ja, freut mich. Salut zusammen. Silvan Rotdach, Bears-Spieler Nummer 19. Ja. Ja, es war ein geiles Game gewesen. Für euch, ja. Ja, ich habe gute Catches drunter gehabt, aber mein Wide Receiver Luca Willi ist natürlich auch stark im Spiel gewesen. Der ist Topscorer, habe ich gehört bis jetzt. Er ist momentan so Topscorer. Bleiben. Screenshot machen für die Ewigkeit. Das ist schon passiert. Wie sieht jetzt heute Tag noch aus? Nur ein Spiel FIFA und nachher heim. Also die alle dürfen dann heim. Ihr könnt heim go Tackle schauen. Bears Warriors. Ja. Gut, gratuliere. Ich hoffe, es ist auch so dort. Und damit sind wir im Hauptteil von eurem Lieblingspodcast. Wir schreiben den 28. Mai, 20 vor 11 Uhr am Abend. Die Skyline sieht man schon nicht mehr hinter dem Philipp, ist aber sehr, sehr schön. Also stellt euch gut mit dem Philipp, lasst euch von ihm einladen. Es sieht sehr schön aus seinem Wohnzimmer. Und damit habe ich dich schon erwähnt. Philipp Schweizer, du bist wieder am Start. Hallo. Hallo, ich bin am Start. Also, wer auch wieder am Start ist, ist der Cedric Arnold. Salut. Ciao zusammen.
Jungs, schön, sind wir wieder da. Ist das Zeit her, seit wir uns gemolden haben. Aber wir sind natürlich nicht untätig gewesen. Der Philipp, Spielplankommission, internationale Turnier, der Sedi. Wo ist er nicht? Flag Football Academy aufgebaut, der Nazi am Betreuen. Ich war ja 2 Game Days gewesen. Auch schön, auch aktiv gewesen in dem Sinn. Also, genau, einiges gegangen und dementsprechend haben wir auch einige Themen da. Und zwar, ihr habt es gehört vor Flag Football Academy, wir gehen darauf ein, was ist das? Wie kann man sich da anmelden? Nazi ist das Thema, es sind Camps gewesen, es gibt Cuts, es gibt den Big Ball nächste Woche, etc. etc. Dann haben wir ja die ersten Game Days gehabt, da sind Sachen aufgekommen wie freiwilliger Abstieg, Stacking Rule von grösseren Vereinen etc. Das werden wir noch anschauen. Und ein erster Review von Nazi A, Nazi B, wo schon, Nazi B und Nazi C, die schon gespielt haben. Der Ausblick auf Nazi A, den gibt es erst nächste Woche. Und natürlich die Ladies Liga noch. Puh, das ist jetzt einiges gewesen. Also starten wir bei der Flag Football Academy. Wer da noch nicht dabei ist, könnt ihnen folgen. Das ist flagfootballacademy.ch auf Instagram. Und lanciert wurde ist das vom Sedi. Sedi, was ist das genau? Genau, das ist, oder respektive die Idee ist entstanden durch eine Nachfrage im Chat, ob es denn eigentlich auch so eine, also im U13, U16 Chat, ob es überhaupt auch so Summercamps und so würde ich geben, Flag. Wo ich dann denke, ich habe das eigentlich länger schon die Idee gehabt, ich habe auch schon vorher mal so Clinics gemacht, einfach für die Spartans selber, wo wir auch externe Coaches eingeladen haben. Und dann gedacht, ja, wieso nicht? Eigentlich gibt es in allen Sportarten, wo du irgendwelche Sommergames kannst besuchen, außer im Flag. Und es ist aus meiner Sicht ein mega gutes Instrument, wo man einerseits kann die Tagesbetreuung für Kinder anbieten, was extrem gesucht ist. Und gleichzeitig kannst du verknüpfen mit Flag Football und so neue Kinder und Jugendliche den Sport vorstellen. Was ich denke, was eine riesen Chance ist, um halt Flag Football weiter wachsen zu lassen. Und ihr habt da kompetente Betreuung, also das ist nicht nur einfach reine Freizeitbeschäftigung, in Anführungszeichen, sondern ihr habt du bist dabei, der Said Salazar ist dabei. Also für die Kids, die den nächsten Schritt gehen wollen, absolut empfehlenswert. Absolut, ja. Ja. Also, geht drauf, ihr könnt eure Kids gerade anmelden oder schreibt zu dem Sedi, falls irgendetwas noch unklar ist. Also auf jeden Fall eine mega, mega coole Sache. Und mit dem kommen wir schon zum zweiten Thema, und zwar Nazi. So, Nazi, wir wissen, ganz, ganz viele Camps gibt es, sehr, sehr engagierte Coaching-Crews. Man hat jetzt gesehen, U15, U17, Ladies haben schon erste Roster veröffentlicht, Herren interessanterweise nicht oder noch nicht. Nächste Woche steht der Big Bowl an. Sedi, kannst du irgendetwas sagen für die, die jetzt das nicht so mitbekommen? Ich merke selber, ich bekomme es eigentlich nur von unseren Ladies mit, dass immer wieder Camps sind. Aber so, wie ist der Fahrplan? Bist du zufrieden? Woran sind ihr? Kannst du so einen Einblick geben für alle Fans von der Schweizer Nazi, die dann hoffentlich eine erfolgreiche WM geniessen wollen? Also wichtig, den Jahresplan findet ihr auf der SAF-Website. Man muss mittlerweile in den News-Kacheln schon ein bisschen hinterher scrollen, aber dort findet ihr grundsätzlich das ganze Programm und dort hat sich auch nicht wirklich daran geändert. Es werden einfach immer hier und da dann wieder Locations hinzugefügt und der Plan so updated. Aber dort findet ihr eigentlich eine Übersicht. Sonst folgt auf Instagram. Ist natürlich auch sehr zu empfehlen. Da versuchen wir auch immer ein bisschen so auf dem Laufenden zu halten. Immer mal wieder irgendwie zu posten, wenn irgendein Camp gesehen ist. Aber es ist halt auch extrem aufwendig, halt jeweils Content und so zu kreieren. Genau. Sonst ist es so, dass wir in den verschiedenen Teams, du hast ja angesprochen gehabt, oder, dass die Herren noch keine Kader veröffentlicht haben, alle anderen Teams aber schon. Das hat folgenden Grund. Und zwar haben wir halt die Deadlines gehabt, zum Jerseys bestellen. Und bei den Herren sind eigentlich alle so committed gewesen, dass sie gesagt haben, hey, look, wir bestellen alle das Jersey. Ob wir am Schluss dann im Tournament Squad sind oder nicht, sprich in den unter den 17. Das heisst, alle vom Practice Squad und auch sonst in die Trainingsfahrer haben alle mal Jerseys bestellt. Und das gibt natürlich den Coaches die Flexibilität, dass wir eigentlich die Frist von IFAV auch wirklich können ausreizen und nicht jetzt schon meine Entscheidung treffen. Sprich, man kann noch Kickball, Saisonstart, eventuell so in Betracht ziehen.
Ja, du hast jetzt gerade 17 Personen, also 12 werden das Turnier gehen und 5 sind irgendwo in der Reserve drin. Richtig, das sind die Next Man Up oder Extended Roster. Also sagen wir, das Tournament Roster besteht aus dem Active Roster und aus dem Extended Roster. Die Active sind, gehen. Die Extended sind als Backup und können nachnominiert werden. Weil ab dem Moment, wo wir IFAF die 17 Namen bekannt gegeben haben, kann niemand mehr außerhalb von diesen 17 nachnominiert werden. Wie geht es so lange, um die Libri herzustellen? Wir haben einen ganz normalen Prozess. Es geht nicht lange um Libri stellen. Wir haben einen ganz normalen Prozess, der abläuft. Dann ist der Protestschritt, okay, Kader, Cut. Okay, Deadline zum Jersey bestellen. Weil wir eben Sachen vermeiden wollen, wie letztes Jahr und vorletztes Jahr, dass man wieder 2 Tage, 3 Tage vor dem Turnier irgendwelche Libri nachsäckelt, irgendwelche falsch gedruckten Namen drauf hat und das noch in einer Rettungsübung irgendwie muss anpassen. Darum haben wir gesagt, hey, wir machen das mal genug früher, damit wir sicher den Vorlauf haben, respektive, dass wir am Big Bowl können fahren mit Uniforms. Ich habe es anders verstanden als der Philipp. So, eben nicht in dem Sinn, wieso kattet man Frauen schon so früh, sondern meine Frage war, wieso gehört man bei den Herren nicht? Weil eben eigentlich tust du ja gegen den Sommer irgendwann mal so das Bild von einem Roster schleifen. So. Eben hast du vielleicht noch den Big Bowl, wo du etwas versuchen kannst, aber dass du eigentlich nicht mehr alles mitreist, wo seit den Tryouts mal nominiert hast. Oder ja, so. Ja. Das war die Frage. Es sind halt nochmal ein bisschen weniger Spieler bei den Herren als Spielerinnen bei den Frauen. Okay. Vielleicht hat das dort auch nochmal halt. Wieso? Wie viele sind es denn bei den Frauen gewesen? Bei den Frauen sind es viele gewesen, weil jetzt nach diesen Cuts sind sie ja schon. Ja. Ich glaube 17 im Roster, 5 im Practice Squad und genau. Ursprünglich sind es. Also 17 plus 5 sind es jetzt, sind es 22. Genau, also nein, ja, gegenüber IFA. Also das offiziell ja. Gibt es nur 17 Leute, die man gegenüber IFA meldet. Das ist das Einzige, was es gibt. Alles andere interessiert sonst kein Mensch. Aber intern haben wir auch Practice Squad. Wie man sagen, die Realität sieht halt anders aus, wenn du 2-Tages-Camp hast, dann hast du lieber 22 Leute dabei. Damit du auch wirklich kannst die 2 Tage voll durchtrainieren. Ja. Also das ist jetzt langfristig die Spielerinnen zu entwickeln. Genau, jetzt sind 17 plus 7, also 24. Und das sind weit über 30 Leute, die da drin waren. Und okay, ja, fairerweise, die Ausgangslage bei den Herren ist schon anders gewesen. Ja. Auch so die Tackler, die freiwillig rausgegangen sind und so, dort hat es ja ein paar Veränderungen gegeben. Okay, also es wird spannend sein. Wir schauen, dass wir auf unserem Kanal auf jeden Fall die Livestream-Links postet vom Big Bowl. Ist sicher mega, mega spannend zum reinschauen, was unsere Ladies und Herren machen. Übrigens, einfach eine prinzipielle Sache. Wir sind ja da jetzt eben am Sportmontag gewesen. Da war die französische Nazi gewesen, die irische Nazi gewesen. Ist es nicht einfach so ein Armutszeugnis, dass die Nationalmannschaften mit diesen Bowls mitmachen müssen? Zum Teil alles zerstören oder auch sowieso einfach, wieso, ich habe mir überlegt, ja, wieso gibt es nicht einfach ein Turnier irgendwann einmal, wo du einfach nur Nationalmannschaften einlässt? Und dann hat mir irgendjemand gesagt, ja, das ist eben gar nicht erlaubt von der IFAF. Die erlauben das gar nicht. Und sie erlauben eben, glaube ich, gar nicht, dass die Nationalmannschaften offiziell antreten, sondern die geben sich dann immer einen anderen Namen. Aber eben auch nicht alle. Gewisse treten dann einfach unter ihrem Klarnamen an. Das gibt es eben schon auch. Ja. Gewisse Teams. Aber ich meine, im Fußball gibt es das fairerweise auch nicht. Es gibt EMs, WMs und... Es gibt ja Vorbereitungsspiele, es gibt Testspiele. So, ja, aber dann ist ganz klar ausgewiesen, das Testspiel ist nicht einfach ein Turnier. Es ist nicht so einer, dass einer sagt, hey, ich mache jetzt ein Länderspiel-Turnier. Aber du spielst ja nicht 3 Fußballspiele an einem Tag. Aber du meinst wie das Ding, wie heißt das, das Confederations? Oder also was? Zum Beispiel es gibt im Hockey gibt es das, oder? Dass man sich trifft, also 4-5 Länderturnier, was weiß ich was, und dann spielst du 1-2 Mal gegen alle Nationen, die dort sind, oder? Ja. Okay. Also ich habe mit der deutschen Nazi in Holland geredet und die haben gesagt, ihr Ziel wäre schon, so ein Trainingscamp zu machen, wo es 2-3 Nationen einladen. Weil sie sind das mal nicht mit 2 Nazis gekommen. Aber ich weiss, was du meinst. Am King Bowl hat das ja letztes Jahr für recht viel Unruhe gesorgt. Weil die Holländer, die Deutschen mit 2, Engländer, es sind so jede Nationalmannschaft gekommen, wo eben dann... Ja. Was ich vor allem auch tragisch... Also, nein, einerseits ist es wie logisch, aber... Für das sind
gewinnen Teams eigentlich nicht immer. Ja. Und eigentlich müsste ja so als Nationalteam sollte schon nochmal eigentlich ein wesentlich stärkeres Kader haben, wenn du wirklich alle Top-Athleten aus deinem Land kannst zusammenziehen. Für das, finde ich, gewinnen trotzdem meistens Clubteams, wo du halt merkst, hey, da ist Chemistry, da ist man eingespielt. Ja, umso mehr kannst du sagen, sie brauchen das, dass sie so ein Turnier spielen. Ja, und eben, ich, also es wird schon irgendetwas organisatorisch sein, also ich kann die Frage nicht beantworten, aber ich meine, die Deutschen haben gesagt, sie gehen an jedes Turnier und filmen. Sie gehen an jedes Turnier, wo irgendeine relevante Nationalmannschaft auftaucht, dann filmen sie das. Und sie sehen es ja auch. Weißt du, nicht so, dass das, wie soll ich sagen, ich gehe jetzt an das Turnier, dann sind die Deutschen nicht rum und dann sehen die nicht, was wir so testen und so. Das passiert ja nicht auf dem Level, oder? Also die, die haben Tapes von allen Turnieren. Also gute Frage, ich weiß es nicht. Ich muss das bin eine gute Frage stellen, die niemand beantworten kann. Ja. Nachforschen das nächste Mal. Ja, also ich glaube, seitens Nazi wäre es das fast, außer wir suchen noch dringend Mädchen für die U15-Nationalmannschaft. Seri, heute ist schon Nachricht. 2009, 2010. Genau. Also, Schweizer Staatsbürgerschaft, Jahrgang 2009 oder 2010. Genau. Und nach Möglichkeiten gewisse sportliche Voraussetzungen, die man schon mitnimmt. Meldet euch unbedingt. Zu wenig Mädchen bedeutet, man könnte U15 nicht starten lassen in Serbien, was mega schade wäre. Also unsere Demografie wissen wir ja wieder. Wir haben viele junge Mädchen, die uns zulassen. Aber vielleicht kennt ihr ja jemanden, der in dieser Alterskategorie ist. Vielleicht wird es mehr so ein bisschen fragen. Genau, unbedingt. Gute Mädchen, wer auch immer. Anfragen. Wäre cool. Ja, unbedingt. Unbedingt. Das ist wirklich ultra wichtig und im Optimalfall versucht ihr gerade den Kontakt herzustellen, gerne Kontaktdaten von den Teammanager oder von den Coaches, von den U-Teams. Und am 9. Juni ist das nächste Junioren-Camp, wo es super wichtig war, dass wir so viele Mädchen wie möglich in dem Camp haben, um dann eine Entscheidung treffen, können wir gehen oder können wir nicht gehen. Und was natürlich auch möglich ist, ist, dass ihr sie zu eurem lokalen Club bringt und sie halt dort mal können ein Training absolvieren können. Dass sie nicht extra mir jetzt zum Beispiel nach Zürich reisen am nächsten Camp, sondern es einfach mal können lokal ausprobieren. Also dann gehen wir zu den nächsten Themen. Und zwar, wir haben schon die ersten zwei Game Days gehabt. Und zwar in Rapperswil-Jona und in Rafts. Beides mega cool gewesen. Da an dieser Stelle nochmals herzliches Dankeschön an die Organisatoren. Also Rappi habe ich zum ersten Mal dabei sein. Es war richtig cool gewesen, dort am See zu. Mega Glück, auch mit dem Wetter, alles super gewesen. Und Raft ist sowieso mein Lieblings-Game-Day, muss ich sagen. Das ist jetzt ein bisschen gemein, weil ich muss sagen, euer Burger ist mir geil und Zürich ist nahe auch. Basel habe ich leider noch nie dürfen sein. Aber ich muss sagen, Felder grandios. Du hast das Gefühl, das halbe Dorf Bach dort für den Game-Day. Ich habe so viel. Weißt du, dann mal Sixpack Bier, dann noch Guetzli, dann noch Cinnamon Roll und noch zwei Spiess und so. Also mir ist einmal die Hälfte von den Sachen runtergefallen auf dem Weg, weil ich so viel dort gefuttert habe und so. Also grandios gewesen. Danke vielmals an Hubi und Co. fürs Organisieren. Aber die Game Days bringen natürlich auch Erkenntnis, oder? Wo man dann diskutieren muss. Thema Nummer 1, wo für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat, ist Stacking respektive Verschieben von Spielern innerhalb von Ligen. Punkt Nummer 1. Das habe ich mit den Renegades diskutiert. Genau. Eigentlich darfst du ja innerhalb von einer Liga nicht bei zwei Teams spielen. Oder? Also du darfst nicht bei den Mockingbirds und bei den Blackbirds spielen. Das ist untersagt, per Regel. Das ist nicht nur eigentlich. Ja, das ist ja so. Aber jetzt kommt es eigentlich. Die einen haben dort gefragt, gilt eine Division innerhalb von einer Liga? Sind das nicht unterschiedliche? Nein. Weißt du, wie unterschiedliche Ligen? Nein. Das ist eben nicht so. Eben, das ist, wenn jemand von Renegades B will Renegades C Goals helfen, das wäre nicht möglich, oder? Weil du bist dort in der gleichen Liga. Die andere Frage, die noch aufkommt, also das ist jetzt einfach eine Feststellung gewesen. Die andere Frage, die aufkommt, ist Stacking-Regeln. Ich habe das Gefühl, es ist ja so, es gibt noch mega viele Unklarheiten wegen der Stacking-Regeln. Und meine grosse Frage an dieser Stelle ist, wer überprüft das überhaupt? Wenn du kannst das Roster machen, irgendwelche Leute von dem Verein auswählen, gibt es irgendjemanden, der das in einer Regelmäßigkeit überprüft, ob man schon drei Game Days bei
Team X oder Y gespielt? Ich glaube in der Regelmäßigkeit nicht. Aber ich glaube auch prinzipiell, ich glaube, es wird einfach zu Playoff-Zeiten analysiert. Aber eigentlich müsste es, stimmt, eigentlich müsste es eigentlich wie das Tool müsste es automatisch melden, dass es nicht mehr erlaubt ist. Also weißt du, wenn wir jetzt das sehen, sagen wir, Warriors machen das, zum da nicht, dass Leute das Gefühl haben, ich gehe auf irgendeinen Verein und so. Sagen wir machen das fälschlicherweise, wir lassen die ganzen A-Spieler runterspielen und nachher qualifizieren wir uns für Playoffs und merken, ah, die letzten vier Games, das dürfen gar nicht dürfen spielen, beides. Weißt du, wie im Nachhinein disqualifiziert? Nein. Wird das Vorfeld aberkannt? Unten hätte es auf jeden Fall dürfen spielen. Oben hätte es nicht mehr dürfen spielen. Dann. Ja, eben, aber ist das. Sagt man Nazi A, der ist Topscorer auch in der Nazi A oder so. Also, weißt du, ja, hat einen relevanten Impact. Nein, jetzt mit Warriors. Jetzt müssen wir schon realistisch bleiben. Also. Okay, in dem Fall nehmen wir doch ein anderes. Nehmen wir doch Blackbox. Also was ist deine Frage? Ob dann nachher ein Punktabzug oder Spielvorfall? Ja, weil ich glaube, wenn du das erst bei den Playoffs überprüfst, dann ist ja wie schon zu spät. Weißt du, dann hast du schon massive Wettbewerbsverzerrung gehabt über die ganze Saison. Ja. Je nachdem. Weißt du, ich weiß nicht, wer es anschaut oder ob es überhaupt irgendjemand anschaut. Ja, der Fabio schaut es an. Aber der Fabio ist nicht mehr, also schaut Jesse an. Nehme ich an, ich weiß es nicht. Wer sich vorgefragt hat, ob das ein Locher ist, wo hinten tut beim Philipp. Nein, das sind seine Katzen, wo ja, da irgendwie rebellieren. So typisch Katze, oder? Ich gehe raus. Nein, zwei Sekunden später gefällt es mir nicht mehr raus. Komm ich wieder rein. Soll ich da reinkommen? Ja. Okay. Also, Stacking-Regeln für die, die das jetzt nicht mitgelesen haben, nicht wissen, was ist. Also, der neueste in dem Sinn Regelausschnitt, wo uns vorliegt, ist, ein Spieler oder eine Spielerin darf außerdem an höchstens zwei Spieltage in einer anderen internen Vereinsmannschaft aushelfen. Zwei Spieltage. Die Frage war, ob das, ja genau, die Formulierung ist Spieltag und nicht Spiel. Weil die einen haben schon das Gefühl, sie sagen drüber. Ich glaube. Wie viele sind denn das? Ja, maximal 6 in dem Fall. Siehst du, das ist auch unklar. Das ist auch ich glaube, Frauen. Okay, weißt du, sag mal jetzt irgendwie, muss irgendwelche Spiele verschieben und dies, das, dann ist irgendwelche Nachspiele. Kannst du, keine Ahnung, 4 Spiele an einem Tag spielen? Hättest du auch schon gern. Das ist eben eigentlich auch noch relativ schwammig. Ja. Also, ich hoffe, das wird nicht zu gröberen Unstimmigkeiten führen, aber eben, wir sehen jetzt schon, dass es unglücklich formuliert ist, auf jeden Fall, und dass man das wahrscheinlich müssen schärfen müssen, weil ja, Spieltag ist unglücklich. Weißt, das. Wo ist das Problem? Ja. Einfach so prinzipiell. Also wer hat, weshalb? Ja, wo? Das Problem ist ja letztes Jahr gekommen, ja, wie es wie immer halt, weißt du, es gibt ein Team oder so, weißt du, das übertreibt mit dem Stacken und nachher führt das zu Unmut, nachher wird es zu einer Regel. Aber eigentlich ist es ja komplett unsinnig. Also, es ist einmal passiert, es hat sich selber reguliert, ganz normal in der Natur der Dinge, oder es bringt ja in der Regel nichts, wenn also, da einmal. Von wem ist denn Schottiker so zerstört worden, dass sie nachher das Gefühl haben, es sei auch schlimm? Vor Rafts? Nein, Rafts haben sie geschlagen. Nein, das war nicht der Case, das war letztes Jahr, wo Blackbox am Wildcard. Nein, aber es ist ja jetzt auch wieder ein Thema, oder? Nein, jetzt ist das, wo man von Schottiker gehört und so, von diesen Teams, ist das der freiwillige Abstieg von den Generals. Das ist ein anderes Thema, auf das können wir auch gerade zurück. Ach so, ja. Aber eben, weißt du, dass die an der Wildcard den Lacho eingesetzt haben, der nachher nicht hat können spielen und nachher sind sie zu null zerstört worden in den Playoffs. Weißt du, das Team, das sonst damals noch. Ja, auf jeden Fall, wir werden sehen, wie sich die Regeln bewahrheitet oder bewährt, sage ich mal. Aber auf jeden Fall bleiben dran, schauen, dass ihr kein Zeichen macht und wir versuchen, das aufzuklären, wie das im Laufe der Saison so ist, wie das ist mit den Spieltagen und Anzahlspielen und etc. Aber auf jeden Fall unglückliche Geschichte, wenn es Interpretationsspielraum gibt bei den Regeln. Ja, das Thema. Ich sehe es einfach nicht so wind. Ich weiß es auch nicht. Ich sehe es auch nicht so stark. Also, gesagt. Weißt du, da kommen jetzt halt runter, gehen ein bisschen im C, 1, 2, gehen jetzt halt ein Spiel eben, mehr. Das wäre jetzt das Thema. Das ist jetzt nicht Stacking, sondern das, was du jetzt meinst, das ist ja, glaube ich, der
Du redest jetzt vom freiwilligen Abstieg von den Generals? Nein, ich rede jetzt vom Also weißt du, über Cardinal, dann hilft man euch halt aus, ihr seid eh schlecht, oder? Und nachher hilft man halt der Black Box und wer gibt es denn danach, was ich nicht? Ich meine, es ist unglücklich zu sehen, ich bin absolut nicht unglücklich, wenn du in der Wildcard-Round Spieler aus dem besseren Team zunimmst, um es in Playoffs zu schaffen, mit dem Wissen, dass die A-Team in den Playoffs spielt. Ey, voll. Aber das ist einfach ein Fehler von der Prinzipien. Wieso gilt Wildcard nicht als Playoff? Also das ist mir das Problem, oder? Punkt, ich glaube, das war es gesehen. Man hat einfach müssen sagen, hey, wir müssen Definition von der Wildcard ändern, dass das Playoffs ist. Genau. Ich glaube, man braucht die Stacking-Regeln gar nicht. Weil das finde ich komplett unsinnig, Genau, weil jetzt etwas, was man sieht, oder? Ausgenommen sind da U19-Spieler, wenn ich das richtig lese. Genau. Aber, ich meine, wir haben jetzt auch einen in der Nazi A, dem sind die Saison fängt erst am 8.6. an, der kommt aus einer Verletzung, die fast 9 Monate irgendwie draussen gelassen hat. Wäre cool gewesen, weißt du, hätte er im CS paar Raps können sammeln, auch so wieder reinkommen. Also eben. Hätte er ja können? Ja. Also eben, wir haben die Stacking-Regeln, die haben wir jetzt mal angeschaut. Also, Augenmerk drauf, wird das überprüft und wie wird das konkret umgesetzt? Genau, schaut, ob ihr könnt schiessen, weil dann finden wir es raus, ob es läuft oder nicht. Also, dann noch das Thema. Wir haben es schon angesprochen. Haben wir schon im Vorgespräch ein bisschen Diskussionen gehabt. Thurgauer Generals sind freiwillig abgestiegen, weil es, die Begründung war, sie sagen recht lediert durch die Saison, nicht mehr so viel Spass gehabt. Und das Ziel ist, geht jetzt wieder Spass zu und für das geht man ins C. Es sind damals mit einem recht grossen Roster gekommen und sie haben am ersten Game Day, jetzt schaue ich mal schnell nach, 59-6 gegen Schottiker gewonnen und 75-7 gegen Red Scorpions. Also, und gut, aber in Raps haben sie fairerweise eins verloren, 34-7 gegen Bears und dann haben sie wieder zerstört, 51-12 gegen Bulldogs. Und jetzt gibt es Teams, die sich aufregen, die sagen, okay, die Regel ist, sie kommen ab und sind, glaube ich, 2 Jahre in den Playoffs gesperrt. Oder können nicht tun. Ja. Stört euch das? Ich habe mich jetzt persönlich nicht so daran gestört, muss ich sagen, aber es hat recht viele Leute gegeben, die sich dort genervt haben. Wie seht ihr das? Ich habe mich persönlich auch nicht daran gestört. Ich habe es eher ein bisschen komisch gefunden, wenn ich halt die Resultate gesehen habe vom ersten Game Day. Und ich dann muss sagen, ey, das kann es ja nicht sein, dass du sagst so quasi, hey, wir sind in einer Notsituation, wir steigen ab. Dann nehme ich an, dass du nicht die Leistung kannst erbringen wie im Vorjahr. Und dann gehst du da an und nimmst einfach die Teams so gnadenlos auseinander. keine Ahnung, wo ich schon fast muss sagen, weiß auch nicht, finde ich schon fast ein bisschen daneben. So, man kann auch aufhören zu scoren. Weißt du, ich meine, dann mach es easy, mach ein paar Runplays, musst du dann nicht immer jedes Mal aufs Suche tief gehen. I don't know, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber das habe ich schon gefunden, hat ein bisschen einen komischen Beigeschmack gehabt. Ganz ehrlich. Ich glaube aber, dass es bei uns nach wie vor noch viel zu viel zu einfach ist, einfach freiwillig absteigen. Oder ich meine, man hat jetzt gesehen, man hat 2 Teams, die einfach abgestiegen sind, einfach aus Lust und Laune. Oder respektive der Rückzug von der St. Gallen Wolfpack und Thurgauer Generals. Und das kannst du ja schon nicht haben in einem professionellen Ligabetrieb. Im wohlgemerkt der zweithöchste Liga im Flag Football in der Schweiz. Wo man einfach mal kann nach Lust und Laune sagen, ey, du los, ich will lieber jetzt im Zego spielen. Und ich finde, eine gewisse Konsequenz, außer einfach nicht in den Playoffs mitmachen zu dürfen, müsste ich schon geben. Weil wenn du in der Liga bleibst und du kannst nachher nicht in die Game Days spielen, dann zahlst du ja Forfait. Für jede Forfait-Niederlage zahlst du Geld und kriegst einen Buß. Und ich finde, für einen freiwilligen Abstieg müssen wir vielleicht auch über eine gewisse finanzielle Entschädigung nachdenken. Also, ich bin voll nicht deiner Meinung. Und ich will sehr lange ausholen. Und, nein, also, ich, go for it. Fangen wir an. Erstens, müssen wir wirklich differenzieren zwischen Wolfpack, wo sich kurzfristig zurückgezogen hat, einigermaßen finde ich, kurzfristig, und den Generals, wo gesagt haben, sie steigen ab, und zwar schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt, habe ich das Gefühl zumindest. Also das Wolfpack finde ich, dass ich keine Ahnung, oder wenn sie kein Team können stellen, können sie kein Team stellen, was willst du machen? Ich finde es prinzipiell her scheiße, weil, also, es berührt alles durcheinander, oder? Dann sind es wieder noch 8 Teams in dem B und so, und es ist sowieso nicht geil.
7. Ah, oh, weil die Generals nachher noch freiwillig abgestimmt sind. Eben. Ja. Okay. Kann ich da noch ganz kurz einen Einschub machen? Weil du gehst jetzt auf einen anderen Punkt zum Thema Wolfpack. Sie haben zurückgezogen, weil der Spielplan ist so elendig spät rausgekommen. Und dann haben sie festgestellt, dass alles in der Prüfungsphase bei ihnen ist, wo es eh schon knapp besetzt gewesen sind. Also der späte Release vom Spielplan hat auch etwas ausgemacht. Oh, bitteschön. So, du hast eigentlich ja, einen Punkt. Yay. Aber wenn er vorher rausgekommen wäre, sind wir noch in der Prüfungsphase gewesen. Also wenn das das Argument ist, dann finde ich so wie, ja, okay. Ja. Also der ursprüngliche Spielplan, ja. Ich glaube, oh, eigentlich meine, müssen aber sie auch einen Bus zahlen, weil sie zu spät waren mit dem Zurückziehen. Also ich meine, das ist auch nochmal, der zahlst du ja einen Bus. Du kannst nicht einfach sagen, ich spiele nicht, wenn du schon angemeldet bist und so. Also, ich weiss auch nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall, okay. Ich meine, was Generals machen, du kannst das überall, in allen Sportarten kannst du es machen. Du kannst sagen, hey, ich kann nicht mehr in dem, was auch immer, Liga mitspielen. Du kannst sagen, es sind aus finanziellen Gründen, oder? Wir können es nicht leisten, was weiß ich was. Wir haben die finanziellen Voraussetzungen nicht erfüllt oder so. Und dann wirst du einfach zwangsrelegiert in die tiefste Liga. Die tiefste Liga ist Liga C. Sie sind einfach nur noch, also wenn du so eine zweite, unterste Liga spielst, dann bist du einfach halt in der untersten nachher. Und wir haben jetzt nur mal 3 Ligen. Du kannst ja gar nicht weiter runter. Und das ist jetzt. Also, eben, oder was Kolumbien werden wir jemals einen professionellen Ligabetrieb ankriegen, wenn man nach wie vor einfach so kann sagen, hey, look, ich will jetzt lieber absteigen. Und nicht so, wie es Barbarians gemacht haben, dass man das sagt vor den Playoffs, dass man sagt, hey, wir wollen die Relegation nicht machen, nehmen 2 Teams von unten auf, oder so, dass man es regulieren kann. Dann werden wir auch noch in 2 Jahren und in 5 Jahren und in 10 Jahren Ligen haben mit 7 Teams, Ligen haben mit whatever, 5 Teams in worst case. Ja, aber so oder so, wenn sie sagen, sie wollen zwangsrelegiert werden, zu welchem Zeitpunkt auch immer, werden sie einfach in die tiefste Liga gesetzt. Du kannst, also, so von wegen, sie müssen ein Jahr aussetzen oder irgendetwas ist ja. Nein, das ist das kurz mal. Keiner nur in einer Silbe erwähnt. Seit finanziell. Ich habe gehört, das erwähnen. Nein, aber jetzt gerade da, wir. Nein, mir nicht, ja, aber andere Leute sagen das. Ich würde eher sagen, weil wenn du musst jedes Mal zurückziehen und jedes Mal musst vorfahren gehen, dann kostet das ja auch etwas. Keine Ahnung. Und ich finde es auch Armutszeugnis prinzipiell. Natürlich. Also weißt du, dass du. Sorry, aber wenn du also, so keine Eier hast, weil du Angst hast und musst zwangsrelegieren. Also, ja. Das ist einfach ein bisschen. Das ist ein Armutszeugnis, oder? Ich finde es ein bisschen traurig. So. Aber du kannst dann trotzdem, eben, also ich meine, dann sind sie halt angehend und dann gewinnen sie halt, ja. Also, ja, es ist so wie Zolirinos, sind jetzt ja auch wieder, bei denen ist es eigentlich okay gewesen, dass sie abgestiegen sind, jetzt, so wie es aussehen. Ja, also ich glaube, das, was du gesagt hast, die tiefste Liga, das ist mal ein relevanter Punkt, weil es hat ja schon von ASB gegeben, der Abstieg. Und ich glaube, etwas, was unbedingt nicht schon muss passieren, ist, dass du Liga D hast. Weil die Diskrepanz ist brutal in der Liga C. Es ist auch nicht cool für die einen Teams, weißt du, die nerven sich mega, weißt du, weil sie einfach so voll auf den Sack bekommen und muss sagen, ja. Also weißt du, du hast so St. Gallen Bears und Generals und so ein paar so drunter und du hast wirklich Teams, wo du merkst, die fangen erst an, die Regeln lernen und so. Und ich glaube, so eine Liga C, wie sie jetzt strukturiert ist, ist das nicht cool. Sinn, also, nein, für, ich hatte ja mal, so einen Vorschlag geschickt. Ich weiß nicht, ich glaube, der Philipp hat den gar nicht gesehen. Wie man ja die Liga C außen vor. FOMO. Ja, mega hart, das habe ich ihm einfach nur so geschickt. Aber dann bringst du das jetzt für die People. Hä? Ja, eben, ich muss gerade mal schnell schauen, kannst du ihm das vielleicht weiterleiten, dann kann ich es kurz anschauen. Oder die Idee war, dass man statt der Liga D, oder statt dass man das immer mehr erweitert und quasi das immer mehr in die Tiefe geht, dass man es eher in Breite macht, und zwar, dass man die Liga C in der erste und zweite Stärkeklasse aufteilt und in diesen Stärkeklassen kann man sie dann wiederum regional aufteilen oder in Divisions aufteilen, wie es jetzt ist. Ja, okay. Denen wäre das halt extrem skalierbar. Sprich, man könnte pro Stärkeklasse 4 9er Divisions unterbringen. Was, ich bin nicht so gut im Kopf rechnen, aber ich glaube, man könnte irgendwie, ich weiß auch nicht, bis auf 99 Teams, ich glaube, schweizweit dann mit allen Ligen, mit Women A, B und C in erster und zweiter Stärkeklasse machen. Und meine Idee dahinter ist vor allem gesehen, auch nach den Gesprächen, die es gegeben hat an der Conference. Es ist ja da die, oder respektive das Debriefing
gesehen. Und dort habe ich mir gedacht, weil das auch zu grossem Unmut geführt hat, dass es wie Idee, wie sinnvoll wäre, hätte man eine erste Stärkeklasse, wo man sagt, hey, dort sind die Teams, die wollen competen und was Ziel haben, aufzusteigen von der Liga C in die Liga B. Und in der zweiten Stärkeklasse, kannst du vielleicht sagen, hey, dort sind eher Teams drin, die einfach ein bisschen um Blau spielen wollen, wo es nicht darum geht, um einen Aufstieg fighten, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, Basel Barbarians, die eher sagen, hey, wir machen das zum Ausgleich, wir finden es cool, wir wollen Fun haben, aber wir haben keinen Bock, dann wieder eben von irgendwelchen übermotivierten jungen Teams oder von irgendwelchen, die gerade abgestiegen sind, einfach mit irgendwie 70 Punkten heimgeschickt zu werden. Das war grundsätzlich der Gedanke dahinter. Ja. Und absolut, also ich habe es jetzt nochmal geschickt. Nicht einfach ein D, wo ihr das dann an der Fall... Das ist dann nicht so. Ist dann überhaupt nicht so. Dann steigt jede neue Mannschaft wieder in der Liga D ein. Die Mannschaft kommt wie Vienna Jets Young Guns mit Nationalteam, ILF Players und nehmen komplett jedes Team in der Liga D auseinander. Jedes. Und ich finde, es ist nicht ein gutes Gefäß, dass du sagst, du musst Einsteiger-Teams, die unter Umständen alles Ex-Tackle-Spieler können sein oder alles Top-Athleten, mir mit denen spielen, die in der schwächsten Liga spielen. Ja. Also weißt du, es ist ja das Prinzip, du hast so Elite ambitioniert und so Fun eigentlich irgendwo durchgenannt. Weißt du, so à la Adria Bowl und, also wie gesagt, Sport Mondo Bowl und so, wo kannst du sagen, Elite wie Leisure einteilen und das so machen. Habe ich auch Sympathie. Ich meine, klar, im Fußball einen neuen Verein gründest, musst du in der untersten Liga anfangen, auch wenn du in den nächsten 10 Jahren willst du Champions League spielen mal. Aber ich finde, da macht schon Sinn und eben, es ist, ja. Weil eben für die einen Teams, es ist, der Lerneffekt ist eben auch gar nicht da. Weißt du, früher noch immer gesagt, wenn du bessere spielst, dann lernst du noch. Aber weißt du, wenn du es nicht mal schaffst, das First Down zu machen oder so, weißt du, und die anderen stören dich einfach grenzenlos, das ist ja, schon nicht unbedingt im Sinn von der Sache. Können wir das einblenden? Okay, super. Ja, jetzt kommt professionelles Zeug da von uns. Oh, falsch. Danke, Sedi. Habe ich es falsch geteilt? Falsch geteilt, ja. Das war schon da, das ist... Das ist schäbig. Es hat bitte jemand übrigens vom Saf auch anführen, Touchdown-Pässe, weil der so einen habe ich auch schon verbucht. Zwei sogar. Touchdown-Pässe? Ja. Auch jetzt aber auch, wo du da unter die QB... Sehst du ja nicht in diesen Stats, oder? Ja. Oder wenn es mal ein NFFLC Fantasy-Football gibt, dann siehst du. Ah ja. Du willst das machen? Budgetantrag. Nächste EV. Genau. jetzt kann ich es teilen. So. Vorschläge Basel Spartans. Let's das go. Das wäre die Idee da. Also. Ja, und wir können, gut. Also, du hast, also ich finde die Idee eigentlich ja, nicht so schlecht. Aber man könnte jetzt einfach auch sagen, das ist einfach eine Liga-Fun. F wie Fun oder Fail für. Klar, kann man auch machen. Man kann sagen, es gibt C Fun und es gibt C Competitive. Ja. Ja, oder also es muss ja gar nicht C sein. Du kannst ja A, B, C und F für Fun und bei F kannst du einfach gar nicht aufsteigen. Aha, ja, das können wir nicht auch machen. Dass die wie quasi. Weil da kannst du auch weiter wachsen, weil da kannst du auch ein D machen, wenn es genug Teams hat, die aufsteigen, aber das C voll ist. Ich sehe es einfach als problematisch, wenn man die unterste Liga als Gefäß hat für die, die es gemütlich haben und zum Spass spielen und alle neuen Teams, die unter Obstadt Top-Athleten sind und das quasi in einen Pot schmeißt. Ja. Deswegen habe ich mir das wie als valable Option. Aber ich finde das, ja, ich finde das auch wirklich mega wichtig, weil ich weiß von grösseren Vereinen, dass wir da in Gespräch sind, dass du die Junioren haben, du hast eine U16 und nachher sagst, ja, und jetzt gehen wir mit den Leuten, mit den erwachsenen Teams spielen. Mhm. Das macht halt nicht so viel Sinn, oder? Jetzt gerade bei den Warriors, so, die müssen zu Cardinal kommen, wo alle schon über 30 sind. Ist jetzt für einen 17-, 18-Jährigen nicht so cool, oder? Aber wenn man quasi eine U19 könnte stellen, wo ambitioniert sind, wo gewisse Sachen sportlich erreichen wollen, dann ist das mega wichtig. Und ich glaube, die Zwischenstufe, die muss in den nächsten paar Jahren kommen. Wir haben jetzt uns auf U11, U13 und so konzentriert. Was ja legitim ist, aber der Brückenschlag von U16 in die Herren oder in die Erwachsenen, das gibt es eigentlich gar nicht, oder? Und das muss kommen und dann darf es aber nicht so eine Liga sein.
Es darf wirklich nicht so eine Liga sein, genau, wie die, die dann einfach wirklich alt sind. So, nein, nein, dann kannst du eben ins ambitionierte Dings gehen. Nein, nein, was mein Problem ist, wenn du ins C gehst und gegen so, wie soll ich sagen, so... Ja, denen hängt es aus, wenn sehr noch... Sehr bescheiden. Ja, eben, du gehst da hin und siehst ein paar Leute, die, also bei aller Liebe, ihre Gelenke nicht können über 10 Meter tragen oder so, weißt du. Das ist ja nicht cool, oder? Und das ist auch für die nicht cool, wenn es dann... Weil einer, der aus dem U16 kommt oder U19 Tackle oder so, die spielen dann gut, oder? Und also von dem her unbedingt soll ich bitte einreichen für den nächsten EV. Hast all die Sympathie da. Genau, und jetzt dürfen wir Nazi 10 nicht schlechter machen, als es ist, weil da gibt es ein paar gute Leute, die dort spielen. Würde ich sagen, schauen wir schnell in die Nazi 10 rein, weil da hat es schon 3 Game Days gegeben. Wir verzichten jetzt mal drauf, jedes Ergebnis durchzugehen, würde ich sagen, oder? Wir gehen so den Tabellen. Ja, fair. Das haben, so. Haben alle 10 Teams schon gespielt? Meines Wissens schon, wie ein Worb hat ja die Division gespielt. Aber ein Teil hat erst 2 Spiele und andere haben schon 4. Hm? Ja, ja, genau. Ja. Genau. Jo, also für mich wirklich das Banger-Team der Stunde, das sind St. Gallen Bears, die im Highlight gewesen sind am Anfang vom Podcast. Die sind mega krass. Die sind schon letztes Jahr, haben sie mega Speed gehabt, gute Athletik, aber halt so bei den Schemes und so sind sie nicht so da gewesen. Jetzt sie filmen jedes Spiel, sie bereiten sich mega gut vor, sie haben sich auf alle unsere Standard-Plays eingestellt gehabt und haben eben, sie haben Thurgau Generals geschlagen, sie haben uns geschlagen. Und zwar deutlich. Also beide Teams deutlich. Und bei uns sieht es eben noch einigermaßen lässig. Also 18 zu 41 steht da. Haben wir verloren. Aber wir haben in der ersten Halbzeit nicht einmal Punkte gekriegt. Also die sind legit. Also ja, für mich das Team der Stunde dort unten. Sonst, ich weiß nicht, sind was die dir so aufgefallen. Übermannschaft Generals und die auseinandergenommen. Ja, haben sie gemacht, genau. 34-7, oder? Ja. Also von dem her, die sind sehr gut. Biano Jets, Young Guns, wie erwartet, 2-0. Da ist eigentlich nichts Außerordentliches passiert. Seri, hast du noch irgendetwas gesehen? Oder Philipp, wo sagst, ey, ja, das ist interessant. Ja, also der Mathieu ist jetzt Backup QB bei den neuen, wie heißt es, Mercenaries, oder? Ja. Heißt, er wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr spielen bei denen, oder? Wahrscheinlich nicht, oder? Vermutlich nicht. Ja, also dann ist noch eine Sache, das könnte dann dir zumindest ein bisschen schlechter also machen. Das ist jetzt noch Spekulation, weil anscheinend will er, aber man weiß von letztes Jahr, dass es Spieler gern, die beides gespielt haben. Okay. Aber bei der Mehrheit ist das schon weggefallen, oder? Und ja, eben die Frage ist, wenn ein Backup vom Backup ist oder so, dass er dann vielleicht schon spielt. Aber das ist natürlich essentiell, wenn denen. Also sie haben trotzdem noch sehr gute Spieler, aber wenn er nicht rum ist, dann ist das schon blöd. Jo. Genau. Ja, sonst ist eigentlich nichts. Sonst nichts mega überraschend, oder? Sind bei mir. Ich muss sagen, wer das natürlich mega, ich sag mal in dem Sinn, positiv aufgefallen ist, ist. Im C teilweise ausgeholfen, Nadine Frey. Hat wirklich gute Fallen gemacht. Und ich glaube, eben für so jemanden ist es noch cool, oder? Wenn am 8.6. erste Saison losgeht. Sie hat ein paar richtig gute Bälle rausgelassen, cool können dort spielen. Also, das war natürlich erfreulich gewesen. Und sonst wär's das von der Nazi C. Und Emmental hat 2 Teams und beide sind umgeschlagen. Ist noch lustig. So ist es. So war jetzt auch unbedingt zu erwarten gewesen, dass die mit beiden Teams, also ein bisschen gegnermässig, aber trotzdem, also hat mich jetzt überrascht. Es sind immerhin Blackbox geschlagen, also so. Ja, eben, also Buzzards, dort entwickelt sich auf jeden Fall etwas mehr Positives und sie haben vor allem mit beiden Teams schon recht grosse Roster. Das ist auch noch auffallend. Ja. Es gibt Teams, die machen relativ schnell 2 Teams, weil sie wollen halt nicht das 15. an Game Day gehen, aber nachher eben sind 5 bis 6 noch so in dieser Mannschaft. So Karin. Ja, ich bin so letztes Jahr. Da haben wir uns jetzt auch entschieden, haben eher wieder gar nicht zu reduzieren, weil es hilft einfach auch gar nicht am Team, wenn du immer weißt, sie sind mega darauf angewiesen, dass du überhaupt kommst.
damit man überhaupt kann Game Day gehen. Dann fällt halt irgendwie so Trainingspräsenz, Competitiveness und so, fällt dann halt schon recht weg. Ja. Ja, ja, absolut. Ja, und dann würde ich sagen, wir gehen zur Liga B, dann können wir eigentlich auf den Game Day gehen, weil es erst ein Game Day war. Vienna Jets, OGs sind ungeschlagen, Zürich Zoros auch. Jetzt. Das, ja, aber das ist eine Überraschung, nicht? Ja. Zoros haben mit dem Bounces 19-13 geschlagen und Warriors 49-28. Richtig gut gewesen. Also, ich habe das Warriors-Spiel gesehen. Auch dort, der Progress, mega geil. Sie haben zwar den Alain verloren an die Renegades, aber der Kaya ist so, hat sich jedes Jahr so fest verbessert, der QB. Also wirklich die Reads, die er macht, die Geduld, die er hat und sind richtig gut eingespielt. Wie gesagt, verbessert sich von Jahr zu Jahr. Du siehst so im ersten Jahr, eben versuchst Reads zu machen und so. Im zweiten Jahr machen sie die besseren Plays. Und jetzt machen sie schon gute Yards auf den Catch und können sich gut einstellen. Also wirklich mega, mega positiv. Positiver Eindruck. Ja, eben. Also einfach Zoros hat Warriors Black geschlagen. Ja. Warriors Black haben Rafts Bulldogs A geschlagen. Ja. Rafts Bulldogs A haben aber zu Lirinos geschlagen. Aber dann, also das ist wie what the fuck is happening? Rafts geschlagen haben, das ist mir im Fall nach wie vor ein Rätsel. Weil die sind schon. Die sind schon, ich meine, du hast sie auch gesehen, haben Göffel letztes gehabt. Die sind schon gut. Die sind auch am Adria Bowl dabei und so. Und die haben das volle Roster dort gehabt. Und Warriors haben in der Halbzeit den QB verloren. Der Beat hat sich den Finger gebrochen in der Wurf. Und dann ist der. Ja, er wird in ein paar Tagen operiert. Also von dem her so viel können wir sagen. Aber der Dominik Simon, a.k.a. Chili, ist eingesprungen. Er hat das QB-Duell gehabt mit dem Beat über den Sommer. Er hat es mega gut gemacht. Also die Defense hat auch gut angegeben. Jetzt fehlen euch zwei Quarterbacks, die in der letzten Saison gehabt haben, auf eure drei Teams. Das ist dann ein Ausblick ins nächste Jahr. Ja, aber der Dominik Simon, der ist gut dabei, aber Team Black hat noch, ein anderer hat sich auch noch Bänder verletzt und so. Das ist langsam ein bisschen zäh. Aber ist das in dem Fall dort in dem Game, ist das zweite Spiel gewesen? Ja. Also sie haben es knapp gewonnen, aber was man auch muss sagen, die Defense haben mega gut gehabt. Weil ich meine, Bulldogs haben 57 Punkte gemacht gegen Rhinos. Mhm. Und Rhinos haben eine erfahrene Defense gestellt. Also das ist, wie du gesagt hast, mega geile Liga. Defense, also nein, die haben nicht so eine super Defense gestellt, honestly. Ja, also die Defense auch schon. Mike gegen eine ganz andere, also jetzt no offense, und Mike gegen eine ganz andere, also letztes Jahr an den Playoffs im Relegationsspiel hat es noch ganz anders ausgesehen. Oder hat es noch anders ausgesehen als jetzt. Aber jetzt haben die eigentlich 50 Punkte gemacht, also das hat er relativ viel. Ich habe ganz viele Brudis gesehen. Size hat ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Es sind schon bekannte Gesichter gewesen, aber ich muss sagen, Size hat ein bisschen gefehlt, Athletik hat ein bisschen gefehlt, der ein oder andere, ein bisschen Playmaker aus der Defense. Okay. Ich weiss den Namen jetzt gerade nicht mehr, aber. Es sind schon ein, zwei Personen, die jetzt deutlich gefehlt haben. Okay. Ja. Offense ist bei ihnen dafür gut gewesen. Ja, fair. Sie haben auch 28 von überkommen. Aber dort haben sie Punkte. Der Roy ist rumgesehen. Der neue QB. Ein alter Bekannter. Aufstiegs-QB von der Blackbox. Der hat sich in dem Fall gut gemacht. Gut eingeführt. Ja. Ja. Same. Sein System, wie er es eigentlich gespielt hat, hat gut funktioniert. Wir haben Schwierigkeiten. Wir haben ja die RK gegen sie zu spielen mit Yellow. Ja. Massive. Und Folge. So haben wir schnell fast alle Teams behandelt. Was mit den Bouncers sind 0 und 2 gegangen. Mhm. Und was da auffällt, ist, sie haben jeweils 13 und 19 Punkte gemacht. Sehr erfahrener QB im Anthony, der macht das eigentlich relativ gut. Also ich habe ihre Spiele nicht gesehen, aber das ist doch überraschend gewesen, dass sie sehr wenig Punkte gemacht haben. Es hat sonst kein Team gegeben, wo irgendeinem Match unter 20 Punkte gemacht hat, außer Zürich Zoros gegen sie 19-13. Sonst haben alle über 20 Punkte gescored. Aber was ich gerne fragen würde, ist, wieso sind ihr so überrascht, dass Zoros Zürich, die heißen Zoros Zürich, nicht Zürich. Ich finde, das tut richtig weh in den Augen, wenn man da liest, Zoros Zürich. Okay. Auf jeden Fall findet ihr nicht, wieso findet ihr das so überraschend? Ich meine, mit dem Bounce sind Aufsteiger, Zoros Zürich sind doch
etablierte Mannschaft in der Liga B. Mhm. Ja, eigentlich letztes Jahr noch bis zuletzt kurz oder respektive auf einem Playoff-Platz dabei gewesen sind. Ja. Ja, sie sind schon, also weißt du, ja, sie sind um einen Playoff-Platz dabei gewesen, ja. Ja. Also, der Grund, wieso es mich auch ein bisschen überrascht hat, ist so gewesen, ich habe das Gefühl, der Anthony und Co. können sich mega gut und sehr, sehr schnell adaptieren auf gewisse Plays. Und was man bei den Zoros gesehen hat, auch gegen Warriors, sie haben gegen Pitch-Plays recht Mühe gehabt. Und Bouncers packen das Zeug ohne Ende aus. Weißt du, wenn sie irgendetwas sehen, wo nicht funktioniert, dann gehen sie da eigentlich recht schnell rein. Also eben, dass sie eigentlich gewonnen haben, ist nicht per se eine mega Überraschung, aber dass Bouncers kaum zum Scoren gekommen sind, das hat mich überrascht. Mhm. Ja. Hm. Genau, und dann haben wir noch bei Energy. Sorry? Ich weiß nicht, eben, du hast ja gespielt letzte Saison von dem her. Ja, genau. Dort sind sie gemein gewesen zu uns. Ja, Bio. Die Energy-Jets, OGs. Die haben wir auch vermutet gehabt, dass sie besser werden und sie sind deutlich besser geworden. Also wirklich Athleten, die jetzt auch immer mehr Flag Football spielen und das lernen. Also eben auch da deutlich, deutlich favorisiert. Mhm. Ja. So ist es. Haben wir gar keinen Saisonsblick gemacht, gell, fürs B? Nein. Gibt es irgendjemanden, der sagt, also jetzt, wenn wir die Tabelle anschauen, Biena 1., Zoros 2., Rhinos und Rafts auf dem 3. mit den Warriors Black und dann Spartans Yellow und mit den Bouncers. Also ich glaube, das wird sich, also eben OGs, dass die wahrscheinlich vorne sind, ist anzunehmen. Ich glaube nicht, dass Zoros sich dort vorne behaupten können. Das würde mich überraschen. Ja, Trinos, eben, ich weiß nicht, auch nicht. Ich habe das Gefühl, die sind schon eher im oberen und Rafts hat mich überrascht, und jetzt Vinti der Beat nicht spielt, dann ist Vinti, Basel, Bouncers, sehe ich eher untere Hälfte. Ja. Ich glaube schon, die vier, die jetzt da stehen, also das sind Jets, so, ja, zwar Zoros. Ich weiß es nicht. Ich bin bei Zoros, ich sehe es eher so Platz 4 oder 5. Also wahrscheinlich auch wieder so knapp vielleicht Playoffs. Weiß nicht. Ja, also ich muss sagen, es ist mega schwierig zu predikten da. Was ich aber ziemlich sicher bin, ist, dass Raft weiter hochkommt über die Saison. Mhm. Denke ich tendenziell auch, ja. Ich glaube Rafts, Rhinos und Jets. Das Platz, so wie wir das jetzt sagen, oder? Biena, Zoros, ja. Rhinos und Rafts. Und so wie du gesagt hast. Ich bin nicht sicher, ich habe das Gefühl, Zoros redet nicht um die ersten drei Plätze, sagen wir so. Ja, aber es ist eigentlich egal, in den Playoffs bist, wenn du unter den ersten vier bist. Oder bin ich komplett falsch? Nein. Aber der erste steigt direkt auf dann wieder, oder? Und der zweite das Relegationsspiel. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ja, aber nach den Playoffs, das ist ja dann nicht so. Nach den Playoffs, ja, voll. Aber es spielt schon eine Rolle, ob du erster oder zweiter bist. Oder dritter oder vierter. Also, ja, weißt, was halt dann in eben... Abend ist dann im. Genau. Wenn du dann musst gegen Jets spielen und Jets sollten jetzt alles gewinnen, dann weißt du, okay, ja. Ja, fair. So. Guter Punkt, ja. Ja, also ultra spannende Liga. Das wird. Sehr, sehr cool sein zum Beobachten. Und was auch sehr cool wird sein, ist Nazi A und Frauenliga. Das besprechen wir nächste Woche, würde ich sagen. Wir haben uns zurückgemeldet. Leute wissen, dass es uns noch gibt. Und jetzt ist 11:30. Ich glaube, wir müssen alle schlafen, außer Philipp seine Katze. Von dem her, Jungs, haben wir noch abschliessende Worte? Seht ihr, dir gibt es. Sorry. Dir gebe ich das Wort, aber das liegt mir gar nicht. Sedi, möchtest du zuerst noch etwas sagen? Das Abschiedswort. Hey, in Anbetracht von der Zeit, ich kann gar nicht mehr gross hinzufügen. Nächsten Donnerstag dann nochmal einen ausführlicheren Talk. Am Donnerstag in einer Woche dann einen ausführlicheren Talk mit der Preview auf Women und Liga. An dieser Stelle muss man sagen, der Sedi ist natürlich auch müde, weil er den ganzen Tag in einer Schule Flag Football zeigt. Nicht nur heute, sondern auch morgen und sonst die nächsten Tage. Also,
setzt deine Freizeit für das ein, für den Sport und zum Sport zum Wachsen bringen. Also mega, mega vorbildlich an dieser Stelle. Nochmals Dankeschön. Deine Ferien? Philipp? Ja. Setzt dir ein. So ist es. Was gibt es von dir, Philipp? Ich bin verdammt committed. Nein, warte, ist der Sedi. Hey, ich finde es schön, dass man vielleicht mit dem Sedi. Ja, wenn man dich nächste Woche. Ich hoffe, niemand hat das geschaut, weil der Sedi ist einfach grün, dunkel, schwarz, so ein bisschen im Ecke hinten da. Beleuchtung, mit der Beleuchtung haben wir ein bisschen arbeiten zu gehen. Keine Ahnung, Mann. Ich finde es schön, dass wir uns wieder gesehen haben. Es hat mich gefreut. Ich habe euch vermisst. Danke, dass ihr zugelassen habt. Danke vielmals. Lumimart, was ihr sponsern wollt, läutet mir an. Also, tschüss zusammen. Hey, macht's gut zusammen.